Hallo Freunde. Video, Mariupol. 1. März 2022. Ich weiß nicht, wann ich das Video auf YouTube bringen kann. Uns haben sie das Internet gekappt. Kann auch nur zwei was bringen von gestern. Und eine Frage, die ich eigentlich nie stellen würde oder wollte, sagen wir es über. Wer mich unterstützen will. Es ist möglich, zurzeit Euro und Dollar zu überweisen. Wer mir was zukommen lassen will, der sollte auf meine E-Mail-Adresse schreiben. Weil hier unter der Beschreibung werde ich Namen von dem Konto nicht einblenden. Das wäre ja sozusagen ein Selbstmord. Habe ich lange überlegt, dass, ob ich sowas bringe oder nicht bringe. Wenn Mariupol ist noch ukrainisch, aber wenn Mariupol mal in russische Hand kommen sollte, klopft es an der Tür. Wegen meinen Videos. Wenn habe ich aus der Sache dann heil rauskomme, weiß ich nicht. Kann man nicht sagen. Darum meine Bitte an alle, die ein paar Cent übrig haben, auf das Konto diesen Spenden könnte ich dann eventuell Mariupol verlassen. Weil ein Griechner ist nicht ranzukommen. Die Banken haben zu. So, und zum Abschluss die zwei kleine Videos von gestern. Das neueste von heute weiß ich nicht. Also zurzeit ist es ruhig, aber ab 4 Uhr in der Früh war wieder Beschuss, sozusagen. Raketenbeschuss. Auch, jetzt haben wir es 13 Uhr, jetzt ist es ruhig, aber bis 11 Uhr wurde, man sagen, alle 30 Minuten kam ein paar Einschläge und ich würde auch sagen, ein Luftangriff. Das hört man ja, wenn ein Flugzeug kommt. Da war auch was dabei. Aber die ukrainische Armee hat zurückgeschossen, das weiß ich, das hört man ja. Und wo geschossen wird und wo die Einschläge sind. Noch ist Mariupol ukrainisch. Über den Rest des Landes kann ich keine Informationen am heutigen Tage geben. So, und jetzt kommen noch die zwei Videos.
Schnipsel. Von gestern allerdings. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Slava Ukraine. Essen verbrachten viele Ukrainer die Nacht in Bunkern, wie hier in der Stadt Mariupol. Gott bewahre uns davor, dass irgendwelche Raketen einschlagen. Deshalb haben wir alle hier versammelt. Wir können alles bereitstellen, auch Lebensmittel. Die Leute kommen und bringen mit, was sie brauchen. Wir sind jetzt den vierten Tag in Folge hier. Als ein Dutzend Kinder, Ärzte in der Hafenstadt Mariupol verlieren den Kampf um das Leben eines kleinen Mädchens. Zeigt das hier dem Idioten Putin die Augen dieses Kindes und die weinenden Ärzte?